Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Ja, wir sind hier, ja, ist schon schummrig. Ich glaube, es ist Nacht oder fast Nacht. Ja, nicht fast Nacht, sondern beinahe Nacht, meine ich natürlich. Und ja, im ersten Part des neuen Let's Plays sind wir auf der Jagd gewesen, haben einen Hirsch nach Hause gebracht, für die Hunde oder für die Wölfe besser gesagt. Und einer der drei Wölfe, der Fenrir, der hier gelebt hat, gewohnt hat, der ist leider gestorben. Und Atreus ist ihm begraben gegangen und er ist noch nicht wiedergekehrt. Wir müssen nach ihm suchen. Und da kann man jetzt, ihr könnt jetzt natürlich direkt dahin gehen, wo er ist, aber wir können erstmal. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Baldurs Kluft ist zu instabil, Bruder. Ja, die haben wir im letzten Part erschaffen, also im letzten Spiel. Diese Kluft. Ja, und hier geht es halt zu dem Tempel. Da werden wir auch gleich, oder wahrscheinlich erst im nächsten Part wieder hinkommen. Hier sind auch keine Spuren. Ja, hier sehen wir seine Spuren. Ja, guckt euch, schaut euch den Schnee an, wenn wir da durchlaufen. Ne, der verändert sich und es ist einfach genial. Ja, wie gesagt, seit 2 Jahren oder 3 Jahren, keine Ahnung, wie weit Zeit genau vergangen ist. Aber irgendwo wurde mal 2 Jahre erwähnt, aber ich denke, wenn wir Atreus angucken, muss es eher mehr sein als 2 Jahre. Aber das Feuer geht bald aus. War halt nur Winter und kein Sommer dazwischen. Ja, die anderen beiden sind noch hier, Specky und Swanna. Den Weibchen, ja, den Hirsch haben sie anscheinend mit Fell und Knochen und Geweih und alles aufgefressen. Ich weiß es nicht. Ja, der Schlitten, oh, jetzt schon wieder. So. Ja, hier der Fluss. Im letzten Teil des Spiels, also God of War 2018, war hier noch Eis und so. Noch ein Fluss und Wasser, auf dem wir auch mit dem Boot fahren konnten, tatsächlich. Er kocht hier durch. Also zwei. Ja, hier hat man jetzt wieder dieses Feedback der Ticker-Tasten. Oder von der Vergangenheit. L2 und R2-Tasten, die hat. Finde ich eine geniale Idee, also dass da so ein Motor oder irgendwas drin gemacht haben, dass die halt, dass man halt stärker drücken kann, wirklich ein haptisches Feedback hat. Ja, wir können rollen und sprinten und ja, hier kann ich euch mal zeigen, der Überbelichtungsmodus, den hatte ich ja letztens schon aus den Aktivierungen. Hier sehen wir an bestimmten Stellen, dass da so rote Markierungen sind, die jetzt weiß sind und auch unauffällig, was ja okay ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht da wieder hier weiß, dass ich hier rüberklang, weiß ich auch so, sondern. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Räuber. Ey. So, können wir gleich mal lesen. Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen im Wildwald. Wer dort überlebt, hat sich entweder an den wärmsten Ort verkrochen, den er finden konnte, oder wird, wenn er sich nicht verkriegen will, die Kälte durch Verwandlung seiner Fühlgier, seines Schutzgeistes ab. Dieser Teil ihrer Seele nimmt die Merkmale eines Tieres an, was ihnen ermöglicht, sich an den erbarmungslosen Klima im Midgard anzupassen. In letzter Zeit scheinen die verbliebenen Räuber im Wildwald entschlossen zu sein, uns alle zu ermorden. Das Schutzsymbol hält Eindringlinge fern, aber jeder Jagdausflug jenseits der Grenzen führt uns unweigerlich zu einer Begegnung mit ein oder zwei Spähtrupps. Yep. Linke Seite! Meerräuber! Ja.
Wir können auch. Früher? Nee, können wir gar nicht. Hinter dir, pass auf! Ja, wir können ausweichen natürlich. Von rechts! Wie gesagt, für die normalen Gegner, da hätte ich auch die normalen Schwierigkeiten gerade vielleicht noch schaffen können. Also, aber wie gesagt, es kommt irgendwann unweigerlich starke Gegner, wo ich dann wieder mir die Zähne dran ausbeißen und da habe ich echt, wie gesagt, hier Bock. Ich will das Spiel genießen und so. Ja, guckt euch an, wie der Schnee zerwühlt wird beim Kämpfen und so, richtig geil. Ja, wie gesagt, mit dem Überbelichtungsmodus, der ist halt dazu da, um zum Beispiel zu erkennen, wo man weitergehen kann. Und zwar, nee, das ist hier wieder anders, da muss man genau hier drücken. Hier hat man die Einstellung und ich glaube, das war hier unter Barrierefreiheit. Ja, hier kann man halt, ja, großen Text und Sprechnamen, Richtungsweiser und wie der Geier, alles mögliche einschalten. Motorische Barrierefreiheit gibt es auch noch. Audiohinweise, ich weiß gar nicht, kann man hier eigentlich machen. Spielt passend zu verschiedenen Kampf- und Überquerungsaktionen zusätzliche Geräusche ab. Sie können sich alle Hinweise im Audio-Hinweis Goslar anhören. Aha. Lautstärke, Screenreader. Ach, man kann doch nicht vorlesen lassen, oder was? Zielhilfe. Klassisch Plus. Richtet die Kamera auf das nächste Ziel, das sich bereits relativ zum Fahnenkreuz befindet. Richtet die Kamera von einer beliebigen Stelle des Bildschirms auf das Ziel, das dem Fahnenkreuz am nächsten liegt. Aha. Anvisierkamera und so weiter. Ja, man kann halt sehr viele Sachen einstellen. Und hier unten Bewegungsreduzierung. Hier kann man halt Kamera schwenken und wie es der Geier noch einstellt, Bewegungsunschärfe, dauerhafter Punkt. Ah ja, hier könnte man das auch noch ändern mit der Farbe und so. Navigationshilfe, Rätsel, Zeitstandard. Gibt Ihnen Zeit, mehr Zeit, um eine Rätsel in der Umgebung zu lösen. Ach so, das kann man auch noch verändern. Guck mal an, erweitert plus. Aha. Aber kürzer geht's nicht, okay. Rezessive, das wusste ich gar nicht, dass man das auch noch verändern kann. Navigation, man kann die Navigation, drücken Sie R3, um die Kamera in Richtung Ihrer aktuellen Steuerung. Ja, okay, das braucht man nicht. Richten Sie das Fahnenkreuz beim Zielen auf ein Rezessiv aus. Aha. Spielst die Minispielpräzision? Ändern Sie die Methode zum Abschließen von Minispielpräzision. Bewegen Sie L in die angegebene Richtung, um das Minispiel abzuschließen. Einzelne drücken Sie. Achso, hier kann man halt aussehen, wie man das Spiel machen will. Das habe ich alles nicht geändert. Tippen, ob man hier tippen will oder nur einmal raufdrücken will. Ob die, hier kann man halt einstellen, wo ich auch schon überlegt habe, vielleicht zu machen, weil im Bosskampf ist es sehr schwierig, die Gesundheit aufzusammeln, das automatisch einsammeln zu lassen, aber halten im Menü, Überquerungshilfe, ja, Kontrolleinstellung kann man natürlich ändern in allen möglichen Richtungen. Und hier Hochkontrastanzeige, genau, das ist es. Ne, Heldenfarbe. Voreinstellung, was ist das? Ja, hier kann man halt alles sich aussuchen, was man sich anzeigen lassen will, wenn man das einschaltet. Atreus, in verschiedensten Farben halt. Ne? Hier Boss, Mini-Boss. Das habe ich jetzt alles Gegner, das habe ich jetzt alles ausgemacht, NPCs. Ja. Ja, ich habe ja die Zielfarbe, also wenn wir irgendwo so ein Ziel, was wir abwerfen können oder so sehen, wo wir damit interagieren können. Und ja, wo wir halt klettern oder ähnliches können.
Hintergrund halt ganz weiß, da man halt einen hohen Kontrast hat. Und hier, ja, den Filmsequenz habe ich ausgeschaltet, genau. Bewegungssensorfunktion, ja, da habe ich ausgemacht. Ja, hier kann man halt die Untertitel halt ändern. Hier habe ich jetzt in blau gemacht, den Sprechernamen. Die Sprecher, ja, habe ich jetzt in Dings gemacht. Könnte man halt auch ändern. Das lasse ich erstmal so Texteinblendungen und so weiter. Was kann man da für Texteinblendungen noch machen lassen? Nicht gesprochene Audiohinweise und Beschreibung werden als. Ja, sowas wie lacht oder irgendwas, ne? Kann man da nochmal Richtungshinweise und so weiter. Aber man hat wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Warte mal, da haben wir noch Text und Formel. Können wir hier noch machen? Benutzeroberfläche Standard. Symbolgröße Standard. Groß XXL, okay. Klein geht auch noch. Ja, wir machen Standard, das reicht völlig aus. Hochkontrast hat. Fügen Sie BO-Elemente. Ach so, man kann den Hintergrund noch da noch Hintergrund hinter machen. Okay, ja, das brauchen wir nicht. Farbfilter und so weiter. Ja, hier ist auch nochmal. Ja, wir haben das nochmal extra alles ein bisschen aufge. Und man kann, muss dann halt, kann man, muss man dann einstellen, wo man den Hochkontrast ändern will. Und da hier unter Controller-Einstellung, hier Steuerung, hier Controller neu zu weisen, kann man halt hier einstellen. Hier unten, hier Touchpad, ich habe das auf dem Touchpad gelegt, die Hochkontrastanzeige. Ja, diese, wenn man das Spiel startet, immer auch so irgendwo immer an. Na, ich habe die jetzt auf einmal nach rechts zwischen gelegt. Die anderen halt alle unbelegt und so. Man kann auch die Taste rechts, links legen, aber die ist ja schon belegt mit. Mit Karte und. Ne, also die linke Taste ist für die Karte und die rechte ist für das Menü. Und die kann man halt, vor allem für die Kreden sind die sehr gut zu finden. Ja, bis wir die erste, auf die erste Kreden. Ich habe natürlich wieder. Ach, müsste ich mir nochmal neu ausdrucken. Ja, müsste ich nochmal. Und? Du hattest recht. Ich habe mir natürlich wieder alle Kreden aufgeschrieben. Erklärt die Eindringlinge. Ja, Energie brauchen im Moment nicht. Was ist dir passiert? Ein Bär. Ein Bär, zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären, verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden genau. Tieren und plündernden Räubern. Ja, guck euch den Bären an, das Fell und. Folge der so schön. Hier Blut auf dem Fell. Ja, das Spiel sieht einfach klasse aus. Ja, wie gesagt, mit dem Hochkontrast, das ist schon eine gute Sache. Ne, da können wir halt die. Das hat mir durchaus einige Male geholfen. Halt alles zu finden, was ich finden wollte und so weiter. Ja, ich habe das Spiel ein paar Mal gespielt. Auch auf neue Spiel Plus und so. Und auch zu ja, 100%. Ja, hier kann man halt rechts oder links auch gehen. Das macht keinen Unterschied. Ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ne? Wir haben schon wieder. Wie viel? Ja, eine Viertelstunde. Ja, aber ich wollte euch das mal gezeigt haben, dass man hier halt. Wenn ihr halt das Spiel noch nicht kennt und neues Spiel und Probleme habt, ne, dann könnt ihr euch das halt wirklich einstellen mit den Hochkontrastanzeigen. Und dann, wie gesagt, ihr könnt ja, und ja, auch das hier, seht ihr jetzt schlecht, weil der jetzt da so hinleuchtet, die Insekten. Achso, ist schon wieder angeschaltet. Warum ist die schon wieder angeschaltet gewesen? Die Insekten hier, die überall zu finden sind, auch ganz cool. Und auch andere kleinere Lebewesen, so ja hier. Aha, die Spur geht jenseits der Gruppe weiter. Wieso waren sie jetzt schon wieder an? Den Weg frei? Ja, egal. Weißt das ist, du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich vor Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen. Ja, kann man wehren und dann ist alles.
es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller... Ja, wenn man, wenn ihr erstmal Glück entsprechend hochgelevelt habt und so weiter, dann wird es noch viel geiler sein. Dann wird man richtig, richtig viel. So, hier können wir durch. Kann man richtig viel finden. Was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von und ja, was den Bild angeht, den wir schlussendlich benutzen werden, ja, den kann ich, werde ich euch dann zeigen. Ich habe mir, ja, ich gebe zu, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mir den aus dem Internet, da gibt es auf YouTube so ein Video, kann man sich da raussuchen, den besten Bild von God of War. Rosterwachen, ja, wir können ja diesen hier machen. Und dann können wir diesen hier machen, ja. Wir haben ihn durchgespaltet. Ja, und es gab Stimmen, ich sag nur Keystore, der gesagt hat, der erste Part war, also der erste Teil war nicht so, war weniger Blut und die anderen, die älteren God of Wars, also ich empfinde das jetzt nicht als störend, das ist vielleicht etwas weniger, wenn, guckt euch das an hier, wenn wir zerreißen die alle, und der ist wieder etwas mehr blutiger und so, ja, darum habe ich ja auch ein 18-Symbol drauf gemacht, meine Freunde, wer das ignoriert, da kann ich nichts dafür, ihr seid gewarnt. Ja, ihr könnt das auch, da gibt es auch bei YouTube eine Einstellung, wo man das auch auf 18 einstellen kann, aber das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Achso, da müssen wir lang. Ja, hier ist hier der Fluss, der gefrorene Fluss. Ja, guckt euch das an, gefrorener Wasserfall. Ah, das ist so geil. Ah, wir haben einen neuen Gegner. Ja, es gibt auch Frauen, die mit uns kämpfen wollen. Neuer Eintrag im Bestiarium. Räuberspeer. Während die meisten Räuber die Kraft und den Stolz des Hirsches für ihre Vielgier bevorzugen, ziehen Speer aufgrund der schärferen Augen und Krallen die Eule vor. Sie behaupten oft, durch die Augen von Midgards Eulen sehen zu können, aber das scheint mir eine reine Prahlerei zu sein. Sie bevorzugen Distanzangriffe und setzen ihre Schleuder mit tödlicher Genauigkeit ein. Genau. Sind auch weniger stark als die normalen. Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Genau. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Ja, und das ist auch so. Ich meine, er ist fast erwachsen, ja, und... Ja, jetzt haben wir schon die ersten gespielten Einnahmen jetzt gefunden. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen wo. Ja, wir können... Ja, die... Nein, Mann. Die Steuerung ist wieder ein bisschen... Ja, die Dinger, die Ressourcen sind jetzt hier, warum auch immer, ich weiß es nicht. Da haben wir jetzt geschmiedetes Eisen. Eisen, das in eine geeignete Form zur Herstellung von Rüstung niedriger Stufe gebracht wurde, in Särgen und Truhen zu finden. Okay, der andere war nur Geld. Ja, dann haben wir noch Währung und ja, 300 haben wir bis jetzt. Bestimmt können wir leisten. Ja, mein neues Spiel plus. Jetzt zum dritten Mal im Plus-Modus spiele. Natürlich gibt es auch hier die berühmten Eimer. Oder du machst das. Da habe ich schon 30 Millionen Hacksilber, oder über 30 Millionen. Ja, aber wenn man halt hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Glück auf Level, ich habe bei allen Werten, außer bei Dings, glaube ich, außer bei Vitalität, nee, bei Tod von oben, ja, das können wir auch mal. Außer bei, hier noch irgendwas, ne. Da können wir hier rüber noch, oder, yeah. Oh, warte. Achso, ich habe auch die weite Schatz gedrückt. Ja, wir können ja noch mal probieren, oder? So.
diesen hier machen. Oder noch einer. Die Spur führt hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Wenn man halt mehr Glück hat und wir haben über 200 Glück, da kriegt man sehr viel mehr. Da ist das, was wir hier jetzt aufsammeln. Hier in, ne, hier, was steht hier jetzt? 226, da steht auch mal 2000 oder so was, denn. Ja, die Krühe. Oh. Handy schon wieder. Die Krüge sind tatsächlich wichtig. Da müssen wir 500 Stück für Gold zerstören. Da gibt es so eine Aufgabe, zerstöre Krüge und so. Ja, ist nicht wichtig, braucht man nicht wirklich, davon abgesehen, aber. Ich werde mal gucken, kann man die Aufgabe. Oh Mann! Kann man die schon sehen? Gefallen, Aufträge, Räuberbezwinger. Also jetzt töte so und so viel Räuber, nee, die haben wir noch gar nicht, die Aufgabe. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, wann man die bekommt. Aber ich glaube, da gibt es auch gar nicht, jetzt zerstöre 500 Krüge. Und wenn man halt ein neues Spiel Plus spielt, dann gibt es das Ganze nochmal ein Platin, wo man halt ja dann Gold sozusagen nochmal verdoppeln muss, also ein zweites Mal auch Gold zusammen spielen muss. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Feuer von oben! Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Ja, ich war ja nicht. Ich kann auch Schleuder, guck mal. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Und ja, hier wird es noch tatsächlich auch eine dritte Waffe noch geben. Auch die wird noch ein bisschen dauern, natürlich, bis wir die kriegen. Unsere Klingen bekommen wir bald. Die hat er ja noch. Bloß wir haben sie halt gerade nicht eingepackt. Brauche ich Energie? Ja, wir nehmen sie mit. Denke ich mal. Und haben wir hier Schönes. Ja, hier haben wir die neuen Truhen, die es jetzt gibt. Hier, die sehen so richtig gut aus. Geschmiedetes Eisen nochmal, okay, ein bisschen Hacksilber, 100 Hacksilber. Yeah, Geronimo! Ja, natürlich kriegen wir auch einen Punkt. Bist du hier? Atreus. Ist doch besser so. Da ist noch eine Krüge. Aber ich weiß gar nicht, ob die ich jetzt zerstöre, auch schon mitzählen, denn. Ob das Spiel sich das merkt, dass ich jetzt schon 10 oder so zerstört habe. Wenn die Aufgabe noch gar nicht aktiv ist. Ich weiß gar nicht, wann die aktiv wird. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Vielleicht. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Ja, natürlich kenne ich ihn, das ist mein Sohn. Atreus, wo bist du? Hier ist er. Ein mächtiger, gewaltiger Bär. Und der Bär heißt Bär. Ja, Björn ist Bär, natürlich. Warum die jetzt nicht einfach Bär oder sowas einfügen, sondern einfach den Björn? Hä, ich bin doch ausgewichen. Oh, jetzt hast du es geschafft, Bär. Ja. Natürlich haben wir auch wieder unseren Rage. Und da können wir dann richtig. Ja, der hat auch wieder diese, ja, wie sagt man, hier diese Betäubungsanzeige. Ja, das macht nicht viel, wenn er stirbt. Hey, 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 hey.
gut, ist gut, ist gut, gut. Mann, das gibt's da ja nicht, ey. Stell mich wieder an, ey, das ist klar. Auf ihn, er ist angeschlagen.